Er sagt langsam, langsam, du wirst sterben und deine Akte steht, dass du mehr als 100 Mal Unzucht begonnen hast. 100 Mal Zina. Sie sagt, ich hatte mit keinem Mann was gehabt. Was erzählst du denn da? Er sagt, du hast in deiner Akte, wenn du langsam, langsam, du wirst sterben und in deiner Akte steht, dass du mehr als 100 Mal Unzucht begonnen hast. Sie, ich hatte mit keinem Mann was gehabt. Er sagt, du hast recht. Das hast du nicht. Aber du bist doch öfter zum Markt gegangen. Du warst doch oft draußen spazieren. Du warst doch oft bummeln, hast du ja gesagt. Du bist doch oft zur Schule gegangen oder zum Uni gegangen. Das habe ich dazu gefügt, nicht er hat das gesagt. Du bist rausgegangen, aber parfümiert. Du warst voll parfümiert, hast du es vergessen? Du hast dein teuerstes Parfüm benutzt, damit du gut riechst. Damit die Männer das riechen können, hast du das vergessen? Jetzt kommt der Hadith gleich, inshallah, für die, die mit Parfüm rausgehen und sehen das alles ganz, ganz kleine Sünde, a'udhu billah. Sie, ja und, das ist ja nur noch Parfüm, was habe ich denn gemacht? Was ist denn daran schlimm? Er sagt, viele Männer haben an dir diesen Duft gerochen. Viele Männer. Weißt du denn nicht, dass jede Frau, die parfümiert rausgeht, Ehebrecherin ist? Weißt du das nicht, dass du die Unzucht begonnen hast? Jede Frau, die so auf Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, ungefähr Bedeutung. Wenn eine Frau, ich sage nicht zum Markt geht, zur Moschee geht, parfümiert zur Moschee geht, sie gilt als Ehebrecherin, ob sie Unzucht begonnen hat und ihre Gebete, die Pflichtgebete werden nicht angenommen. Erst wenn sie sich komplett Körper, wenn sie nochmal Körperwaschung macht, sich komplett wascht, Russel macht im Islam, erst dann werden ihre Gebete wieder angenommen. Das heißt, die Frau, die parfümiert rausgeht, egal wohin sie geht, und die Männer riechen das an ihr, sie gilt bei Allah subhanahu wa ta'ala, ob die Unzucht begonnen ist. Und guck mal den Tricks vom Shaitan. Wenn er nichts dazu bringt, für die Frau, dass sie Unzucht begeht, er macht das auf diese Art. Geh doch parfümiert raus. Ist doch nichts Schlimmes. Du hast nur Parfüm, du betest ja doch. Aber all deine Gebete, die du betest, solange du parfümiert bist, werden nicht angenommen. Was für ein Verlust ist das? Erst wenn du dich komplett wieder wäschst. Nach der Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sie, aber es ist ja nur Parfüm. Es ist für sie kein Problem. Aber Allah sagt im Koran, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عَنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عَنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ Und sagt ungefähr Allah besetzt im Koran, und es für eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist. Und wir haben gesagt, Ibn al-Qayyim sagt, Rahimahullah, sagt ihr, je kleiner die Sünde in deinen Augen ist, desto gewaltiger sie ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du siehst, es ist nur eine kleine Sache, ich habe doch nichts gemacht, ich habe nur geguckt, ich habe doch nur Parfüm benutzt, ich wollte nur gut riechen da draußen. Aber Allah hat das verboten. Wenn Allah etwas verbietet, das ist doch für dein Bestes. Das heißt hier, der Shaitan macht immer die Sünden, die großen Sünden, unsere Augen so klein. So klein, die haben keinen Wert in unseren Augen. Aber bei Allah sind sie ungeheuerlich, wal'iyadu billah, und dafür bekommt man sehr gewaltige Strafe. Er sagt, willst du dann noch mehr hören, mehr wissen über deine Sünden? Sieh, was noch? Das ist doch genug. Er sagt, nein, es ist nicht genug. Mein Ziel ist nicht nur, dich ins Höllenfeuer zu bringen, sondern mein Ziel, dich in die tiefste Stufe des Höllenfeuers zu bringen. Wir begnügen uns mit der ersten Stufe vielleicht im Paradies. Aber er, adu Allah, begnügt sich nicht damit, dass uns nur ein Höllenfeuer bringt in Jahannam vielleicht. Er will, dass wir ganz tief fallen in Jahannam, weil das schlimmer ist als Jahannam, a'udhu billah. Das heißt, guck mal, was für Worte er gesagt hat. Er sagt, nein, es ist nicht genug. Denn mein Ziel ist nicht nur, dich ins Höllenfeuer zu bringen, sondern mein Ziel, dich in die tiefste Stufe des Höllenfeuers zu bringen. Sie sagt, möge Allah dich verfluchen, was für ein Nass hast du denn? Er sagt, du trägst den Last von dem und von dem und von dem. Er hat ihr eine lange Liste gesagt. Sie, du lügst, ich kenne sie noch nicht mal. Wie soll ich denn den Last von denen tragen? Wie denn, sagt sie zu ihm. Er sagt, richtig, du kennst sie nicht. Aber erinnerst du dich nicht an dem Tag und dem Tag, du bist rausgegangen mit enger Kleidung, schwankend. Du hast dich geschminkt, du hast dich gestylt. Hast du das vergessen an diesem Tag? Er sagt das zu ihr. Du hast dich zur Schau gestellt an dem Tag. Sag, in diesem Moment wurdest du im Himmel und auf der Erde verflucht von den Engeln, wal'iyadu billah. Sogar von Tieren wird diese Frau verflucht. Sagt, du hast viele in Versuchung gebracht oder geführt in diesem Moment. Viele Diener Allahs, die gerade mal Reue gemacht haben, die noch schwach sind. Du bist an denen vorbeigegangen.
schwankend, du hast sie dazu gebracht, dass sie dich angucken. Vielleicht warst du der Grund gewesen, dass deren Reue, du hast deren Reue dadurch verdorben, wal'iyadu billah. Manche von denen sogar aufgehört, diese Reue zu machen, weil sie dich haben wollten, wal'iyadu billah. Und manche, die standhaft geblieben sind, du hast deren Herzen wehgetan. Und du hast sie dazu gebracht, zu gucken. Sag, du trägst all das, den Last und diese Sünde von denen mit. Yawm al-Qiyama, du hast die gleiche Strafe wie die. Sag, liebe Brüder, weil... Wenn du etwas Schlechtes sagst zu jemandem, du rufst jemanden beispielsweise, sagt, ja, hier, lass uns einmal vielleicht eine Party machen, Frauen einladen, Alkoholparty, einmal. Derjenige, der dich eingeladen hat zu dieser Tat, er wird sowieso selber bestraft für diese Tat, die er gemacht hat, und noch trägt er den Last von allen, die anwesend sind. Aber manchmal dürft ihr nicht vergessen, dass durch unsere Handlung gebieten wir das Gute oder das Schlechte. Das heißt, wenn du fromm bist und du senkst die Blicke da draußen, MashaAllah, als Muslim, und viele Muslimen sehen dich, sagen, MashaAllah, guck dir diesen Bruder an und diese Schwester an. Sie guckt immer auf den Boden, MashaAllah. Guck mal, die Schwester, die ist mit Niqab oder die ist, MashaAllah, sehr gut verschleiert. Sie ist fromm. Und du hast nicht mit ihm Da'wah gemacht. Dieser Verhalten von dir genügt, dass man diese Leute einlädt zu guten Taten. Diese Menschen folgen dir, kehren zurück, sie erinnern sich an Allah. Sie fangen an, gute Taten zu machen. All die ganze Belohnung, was die gemacht haben, bekommst du genauso mit. Aber vergiss nicht, wenn du eine schlechte Tat da draußen machst und dich jemand sieht und du bist mit Bart und nimmt das alles Vorbild und macht das Gleiche wie du, du kriegst die gleiche Bestrafung wie ihm, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier, ebenso wird derjenige, der die Leute zu bösen Taten aufruft, die gleiche Bestrafung erhalten wie diejenigen, die ihm gefolgt sind. Das heißt, wir müssen achten auf unsere Frau. Diese Frau, die so rausgeht, schwankende Audubillah mit enger Kleidung, ja, und sie provoziert die Männer, die Muslimen besonders, die fromm sind, die Armen, die werden dadurch schwach. Diese Frau trägt den Last von all denen, die sie angeguckt haben. Und sogar der Hadith Rasulullah sagt, derjenige, der guckt und der angeguckt wird, beide sind verflucht. Beide sind verflucht, wal'iyadu billah. Der Shaitan sagt zu ihr, du kannst dir nicht vorstellen, wie hart die Strafe Allah sein wird. Denn du bist das Feuer, das ich mit eigener Hand gezündet habe. Und du bist mein Pfeil, womit ich die ganze Zeit getroffen habe. Das heißt, du bist mein Lockvogel gewesen, um meine Ziele zu erreichen, um die Muslimin deren Reue zu verderben. Sie sagt, ich sage jetzt das Glaubensbekenntnis, vielleicht rettet mich das noch. Dann sagt er zu ihr, Adu Allah, sagt, so habe ich von vielen gehört. Aber das ist nicht so einfach, wie du denkst. Sag, hättest du dafür was getan in deiner Lebenszeit? Hättest du dich für diesen Moment vorbereitet? Das hättest du dann leicht sagen können. Wärst du fromm gewesen? Wärst du tugendhaft, rechtschaffen gewesen? Hättest du Angst gehabt vor Allah subhanahu wa ta'ala? Hättest du gebetet? Hättest du die Pflichten nicht vernachlässigt? Hättest du dich, wie sagt man das? Hättest du dich an das, sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala gehalten? Hättest du Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala gehabt? Hättest du die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala nicht überschritten? Hättest du seine Befehle befolgt? Dann wäre es einfach für dich. Dann hätte Allah dir geholfen in diesem Moment. Hätte Allah dich befestigt in diesem Moment. Aber ich schwöre, sagt er selber, dass das Wort dieser La ilaha illallah wird für dich jetzt in diesem Moment schwerer als die ganzen Berge dieser Erde sein. Das wird schwer für dich sein. Sagt er zu ihr, aber du sollst wissen, dass ich sowas nicht zulassen würde. Und in diesem hier Moment wollte ich eigentlich viele Geschichten erzählen, neue Geschichten von Menschen, frommen Menschen, wie sie gestorben sind. Das heißt, der Mensch, Sayyidina Umar sagt, der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat und wird so auferstehen, wie er gestorben ist. Und ab nächsten Samstag werde ich weitermachen. Das sind sehr schöne Geschichten, inshallah, von frommen Menschen, wie sie gestorben sind und von anderen, a'udhu billah, die einen schlechten Abgang haben, die beschäftigt waren mit desseitigem Leben. Weil das, womit wir beschäftigt waren, dominiert unsere Herzen beim Sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen befreien von Liebe vom desseitigen Leben. Und möge Allah subhanahu uns einen guten Abgang schenken. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك